Wow, endlich mal wieder offen. Okay, die Messer sind wieder mal versteckt, super. Hi. Abaya, haben Sie etwas gegen Sodbrennen? Ja, ja, natürlich. Magensalz kann ich da nur empfehlen. Ist das magnesiumhaltig? Nein, das ist nur ein Salz. Haben Sie noch etwas anderes? Wenn Sie Magnesium brauchen, können Sie auch ein Antacidum nehmen. Das ist zwar rezeptpflichtig, aber bei Ihnen habe ich eine Ausnahme. Okay. Tja, Psychos regieren die Welt. Ich hätte gern ein Päckchen Kaffee. Welche Sorte? Entkoffeiniert oder extra mild? Haben Sie keinen extra starken? Die älteren Kunden vertragen das Koffein nicht so gut. Und was ist mit dem Sack Kaffeebohnen hier? Das ist die extra milde Sorte. Soll ich Ihnen davon etwas abpacken? Nicht wirklich. Haben Sie Baldrian-Tee oder Johanniskraut? Ich fürchte... Nein. Aber ich kann es Ihnen bestellen. Dauert vielleicht 2 Tage? Ah, das ist zu lang. Ich bräuchte es heute noch. Oh, dann weiß ich auch nicht. Auf Wiedersehen. Ja. Oh Mann, die hat's immer nicht richtig überwunden hier. Mein Gott. Na, Kaffee sollten wir doch im Café kriegen, also. Hey, Edward. Krieg ich noch einen Kaffee? Edward? Mr. Gordon, womit kann ich dienen? Kann ich hier auch ein ganzes Päckchen Kaffee kaufen? Aber natürlich, Sir. Welche Sorte hätten Sie denn gern? Die stärkste. Bitte sehr. Das ist ein kolumbianischer Kaffee. Eine meiner Lieblingssorten. Danke. Machen Sie es gut, Edward. Ich versuche mein Bestes, Sir. Oh Mann. Schauen, im Gewächshaus gab es doch auch einen komischen Strauch. Bingo. Mal gucken, was das ist. Baldrian. Das ist doch genau das, was ich suche. Und die Pflanze ist doch schon getrocknet. Dürfte gut brennen, das Zeug. Super. So. Jetzt bräuchten wir nur noch eine Feuerstelle und... Magnesiumhaltige Tabletten gegen Magenbeschwerden. Auf der Packung steht, man soll maximal 2 Tabletten am Tag einnehmen. Schön. So. So wie ich das sehe, brauchen wir nur sowas wie einen Topf oder so. Topf. Wenn man es schon sagt. In der Küche war doch einer. Den können wir doch bestimmt gebrauchen. Und? Ein leerer Topf? Schätze, die Handwerker haben sich damit ihr Mittagessen warm gemacht. Und ich kann mir damit Tee oder Kaffee kochen. Bingo. Haha. Ich fülle gleich etwas Wasser rein. Du bist ein Engel. Ich würde mal sagen, wir haben jetzt schon alles, was wir brauchen könnten. Mal schauen. Vielleicht denke ich auch zu voreilig, aber probieren geht über studieren.
So, Trockenzweige. Ich lege die Steine in die Mitte des Raumes. So habe ich eine kleine Feuerstelle. Bingo. Sehr gut, Adrian. Damit hätte ich genug Brennmaterial für ein kleines Super. Feuer. 1A. Zuerst sollte ich mich mal um Feuer kümmern. Na gut, wenn du es so dringend hast. Hier. Wozu hat denn das Feuerzeug? Haha. Vater und Sohn am Lagerfeuer. Wie rührend. Ja, aber sowas von. Das Wasser dürfte bald kochen. Rein damit. Heute mal die türkische Variante. Normalen Kaffee kann ich auch bei Edward trinken. Okay. Antazid? Ich zerbrösele die Tabletten vorher, damit sie sich schneller auflösen. Okay. Das wird ein richtig schöner Drogencocktail. Ein vertrockneter Baldrian. In das Feuer, ah, okay, verbrennen also. Na dann. Mist, der ganze schöne Rauch zieht nach draußen. Oh, Mist, Mist, Mist. Aha. Ich fürchte, mein Eintopf allein reicht nicht. Bevor ich ihn trinke, sollte ich erst alle Vorbereitungen treffen. Okay, okay. Bräuchten sowas wie eine Decke oder so. Ja, wir lassen das jetzt einfach mal köcheln. Warum auch nicht? Ab ins Schloss mit uns. Baufolie. Perfekt. Mitnehmen. Das ist eine Rolle Baufolie. Die Handwerker sollten damit eigentlich den Boden abdecken, damit sie nicht alles dreckig machen. Aber bei der Bude hier ist es mittlerweile egal. Ja, er nimmt die einfach mal mit. Ich merke schon, ich bin heute irgendwie in Topform. Ausnahmsweise mal. Wie es köchelt, ist noch schön. Ich sollte die Folie besser von draußen an. Na gut, wenn du es so willst. Ha! Prima. Damit bleibt der Rauch ganz sicher in der Garten. Na dann. Schauen wir mal, ob es jetzt endlich was wird.
hier wieder rauskomme, stinke ich bestimmt wie ein Räucherei. Ja, garantiert. Kein gutes Deo für einen zu Unrecht verdächtigen Brandstifter. Ich fühle mich schon ein wenig seltsam. Schwindelig. Wie ein, ich glaube, das liegt im Rauch. Aber das reicht noch nicht. Irgendwas fehlt noch. Ja, dein Getränk. Was zum Geier mache ich hier eigentlich? Egal. Es wird mich schon nicht umbringen. Und wenn doch, bin ich immerhin schon in einem... Das ist die richtige Einstellung. Okay. Er trinkt kochend heißen Kaffee mit Anthrazitersatz. Fuck. Das funktioniert besser, als ich dachte. Oh oh. Was? Meine Pillen. Jetzt brauche ich sie dringend. Boah, verdammt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so heftig wird. Wie lange war ich wohl weggetreten? Immerhin habe ich diese Kugel gesehen. Sie haben sie hier im Grab versteckt. Ja, irgendwo in einer Wand. Super. Dieser Schimmel war vorher noch nicht da. Oder doch? Was hat das zu bedeuten? Diese Gestalt in meiner Vision hat die schwarze Kugel hier... Ich weiß nicht, wie das mit rechten Dingen zugehen kann, aber ich habe, was ich wollte. Danke, Mordred. Bedanke dich nicht so sehr. Das Medikament, das mir Dr. Winterbottom verschrieben hat. Nimm eins, bitte. Hallo, Peridox. Zur Behandlung akuter Psychose. Die Packungsbeilage bei Wirkungsdauer inhalieren und unterwechseln. Ja, das sehen wir schon. Na gut, er nimmt die nicht. Aber egal, wir haben ja das, was wir wollen. Ab zurück zum Steinkreis. Na dann, rein damit. Haha. Es fällt mir wirklich schwer zu glauben, was ich gerade sehe. Ja, da müssen wir wohl durch. Es hat funktioniert. Das Portal ist offen. Dann rein mit dir. Die Akademie. Da kommen Erinnerungen hoch. Schlechte Erinnerungen. Ich hatte eigentlich gehofft, im Ritualraum rauszukommen. Sieht so aus, als wäre das Portal nicht vollständig aktiviert. Oh nein. Verdammt! Wie es aussieht, bleibe ich länger als geplant. Supi! 1A. Hier sind überall Einschusslöcher. Diese Ordensleute haben hier überall wild um sich geschossen. Aber warum haben die um sich geballert? Ob das was mit dem Ritual von Angelina zu tun hatte? Oder wollten sie die Akademie damit zum Einsturz bringen? Wie auch immer, ich sollte zusehen, dass ich hier wieder heil rauskomme. Ja, und da ist ja auch Louis. Das muss Louis sein. Oder das, was von ihm noch übrig ist. Ohne seine Hilfe wäre Angelina nicht so weit gekommen. Er hat sich von ihr genau wie ich vor den Karren spannen lassen. Aber egal, was für ein Mensch er war, ein wenig Leid tut er mir doch.